Big Pharma nicht so machen. Ein neuer Tag im Spessart-Camp. Und der begann für unsere Barbara sehr, sehr früh. Hast du nackig geschlafen? Guten Morgen. Ja, dann schwitzt du dich ja tot. Na, wie geht's euch? Ja, gut. Gut. Barbara, du bist jetzt auch ein bisschen befangen gerade im Reden. Nee, jetzt bist du angezogen, ne? Na, ich bin oben rum angezogen. Ich musste warten, bis der Heiko aus dem Zelt raus ist, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. So zwei große Leute beim Umziehen, das ist nicht so. Ich stehe gerade fest, ich sitze auf dem Boden. Also ging es euch gut, trotz Minusgraden? Ja, also der Schlafsack war von außen ein bisschen feucht, es hat ein bisschen getröppelt und ich bin ein bisschen nach rechts gekullert und wollte dann immer nachts wieder hochrutschen und dachte so, scheiße, ich bedränge den Heiko voll und bin dann in meiner Ecke geblieben. Aber es ging und ich habe heute auch gelernt, links zu schlafen. Ich bin so schlau, ich hab kein Handtuch. Und auch heute hatten die Kandidaten wieder eine Tagesaufgabe zu bewältigen. Barbara, ihr müsst heute Werkzeug bauen, Fallen bauen, ja. Ihr müsst das Essen selbst fangen. Was denkst du denn, was es sein wird? Das Essen, was wir hier fangen können, vielleicht Kaninchen, könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht auch irgendeine coole, fette Spinne mit viel Fleisch dran. Oder irgendwelche Eichhörnchen. Ja, ich glaube, sowas. Ich schlage so neben. Ja, das ist ein Absigivalles. Da kann er auch schneiden, ne? Da kann er verletzen. Mit Säge kann man sich verletzen, dann sieht das Fingerchen so aus. Aber nicht ins Klo. Wenn man den aufpasst und den Sägeblatt reinlangt. Ist das ein Ekelfaktor für dich? Das dann später zu essen? Nee, allgemein so. Nö, also ich ekel mich nicht davor. Also wenn man Hunger hat, dann möchte man natürlich was essen und dann ist es, glaube ich, das Natürlichste der Welt, wenn man Fallen baut, um an Nahrung zu kommen. So eklig ist es nicht. Ja, genau. Dann vor dem Schlachten müssen die Hähne natürlich erst eingefangen werden. Leichter gesagt als getan. Und für Barbara endet die Jagd schmerzhaft. Wisst ihr das? Ich bin voll auf meine Schulter geschnallt, ey. Du bist ausgerutscht auf dem Baum. Voll auf meine, ey. Ja, voll ausgerutscht. Ja, hab ich ja grad schon euch gesagt. Also komm, wir wetten wenigstens 5-1, sie fangen nicht. Ja, die fangen nicht. Hago, 5-1, sie fangen nicht. 100-1. Ich kann das nicht verstehen.